Hallo zusammen. Mutter Natur ist unfassbar mächtig und faszinierend zugleich. Sie ist weder zu bezwingen noch vorauszuberechnen. Aber es ist unmöglich, sie nicht zu bewundern. Heute bekommt ihr Menschen zu sehen, die ihre ungeheure Kraft am eigenen Leibe erfahren mussten. Lasst uns loslegen. Der Kerl ist ein wahrer Held. Schließlich ist unsere Spezies tausende von Jahren alt und das SUV hat seinen Evolutionsweg auf diesem rauen Planeten gerade erst begonnen. Nächstes Mal sollte er es seinem Hund überlassen, die Route für ihren Spaziergang zu wählen. We're gonna go to CP. Let's go! Mutiger Versuch, Kumpel. An manchen Küsten kann die Flut sehr schnell und unerwartet kommen. Ich schätze, der Eigentümer des Autos muss die Klimaanlage jetzt mindestens bis zum nächsten Sommer nicht mehr bemühen.
Der Schneefall muss ganz plötzlich eingesetzt haben. Aber besser so, als wenn es geregnet hätte. Hallo. Buenas tardes. Disculpe, ¿es usted la señorita Paola? ¡Señorita Paola! ¡Señorita Paola, tranquila! ¡Señorita Paola, el patrón le manda flores, señorita Paola! Manche Wildtiere kümmern sich um unsere Gesundheit, indem sie eigenen Schaden in Kauf nehmen. Eine Plane als Schutz vor einem starken tropischen Regenguss? Keine gute Lösung. Aber es war eine richtige Entscheidung, das Wasser abzulassen, sonst wäre die ganze Konstruktion eingestürzt. Daumen hoch, wenn euch da auch nicht aufgefallen ist, dass da etwas nicht stimmt. Shh. Hello. It's okay. Nicht so neugierig, Freundchen. Yes. Yes. Come let me feed you. Oh, listen. I got that. Mercy, it is a crackling down on us out here in PCD, Florida. Just give it a second. Ah! Ah! Come on. Hurry up. Hurry up, get your incomes. Blitze sind ein faszinierendes Naturschauspiel. Schaut euch die Blitzentladung an, die wie aus dem Nichts entstanden ist. Zwei Wege, wie man gegen die Schwerkraft verlieren kann. Der Ozean hat sich daran erinnert, dass er viel mehr ist als nur ein netter Hintergrund für Fotos. In diesem Kampf darf sich der Kerl keinen Fehler erlauben. Ashen is looking at you. Ashen! Why did he even try that? Oh no! No, the bus driver called. The bus
Schulbus gegen Schneeverwirrung. Was glaubt ihr, wem die Kinder im Bus die Daumen drücken? Ein Wunder der Technik leidet unter den Witterungseinflüssen. Wenn man sich schon ein Hobby sucht, dann ein solches, von dem nicht einmal eine Sturzwelle einen ablenken könnte. Die Erkundung der Umwelt ist Voraussetzung für das Überleben. Das kann einen auch noch vor Peinlichkeiten bewahren. 3, 2, 1! Dieser Kerl hat vor unseren Augen die Sicherheitsjacke erfunden. Hut ab vor diesem Kapitän. Er gab sein Schiff nicht auf, bis es nicht mehr ging. Oh mein Gott, ich komme nicht mehr. No, Argentino, Argentino. Oh mein Gott, Argentino. Are you f***ing having a laugh? Oh my God. Die beiden sind zu selbstsicher. Diese Aufnahmen stammen aus Seattle und ich habe den Eindruck, als bräuchte man eine Kletterausbildung, um dort überleben zu können. Oh my lord. We can barely get up this hill. Bro. Bro, I hate this car. Dude, what the Der schwarzsandige Strand in Island ist wunderschön, aber man sollte die Wellen nicht auf die leichte Schulter nehmen. An diesem berühmten isländischen Strand gibt es eine wichtige Regel zu befolgen. Man darf den Wellen niemals den Rücken zuwenden. Wetterumschwünge kommen mitunter einem Wunder gleich. Man steigt manchmal in einen Bus und findet sich auf einer Kreuzfahrt wieder. Die Natur ist launisch und kann jede Landschaft rasch verändern. Dem Menschen bleibt nichts anderes übrig, als sich dem anzupassen. Aber ein Badegang wie dieser sollte nur von Profis unternommen werden.
Привет, с вами Йоу, друзья. Тут где-то мой клад находится. Будем уже... Ну, ромашка, ну! It'll be all right. So sehen starke Windböen in Utah aus. Hätte der Mann sein Schild fester in der Hand gehalten, wäre er nach Nevada geflogen. Starker Wind kann aus allem ein Segelboot machen und erst recht aus einem Auto mit offenen Türen. Egal wie stark ein Auto ist, die Naturgesetze sind trotzdem stärker. Water! Oh! Eine Sturzwelle kann einen nicht nur am Strand erwischen. Die Fluten waren so stark, dass nur Autos ihnen standhalten konnten. Fahrräder haben da keine Chance gehabt. That's a bike. No, help me. No. Ein Glück, dass die Männer gerade in der Nähe waren und den Radfahrer aus dem Wasser herausgeholt haben, der sein Drahtesel verloren hat. Warum man sich immer über die Wettervorhersage informieren sollte, bevor man einen Naturausflug unternimmt. Ja.
Das Wetter zwingt die Menschen dazu, Autocurling zu spielen. Und es ist keine einfache Sportart. Die kalte Dusche war der Preis für diesen hübschen Schnapsus. Wisst ihr, welches Restaurant das Stadtbeste ist? Das, in dem man sich vor einem Tornado verstecken kann. Eureka! Oh mein Gott! Neuer Trend: Stadtrundfahrt und Wasserparkbesuch in einem. Oh my God! Der Wind wollte offenbar nur ein bisschen spielen. Ihr Plan, sich die Füße nicht nass zu machen, schrammte haarscharf an der Perfektion vorbei. Man, I still can't, ein wenig Regen ist kein Problem. It's starting to flood. Nächstes Mal sollte sie einen größeren Regenschirm mitnehmen. Es war sicher nicht die erste Regenzeit für diesen Kerl. Da warten noch zwei weitere Palmen auf ihre Autos. No, please, please no. Please no. Please no. Das nenne ich eine Festigkeitsprüfung. Eine elegante Strafe für Unverschämtheit. Wenn Bienen sich in euren Elektroroller vergucken, habt ihr bald keinen Elektroroller mehr.
Nun, Durchsichtigkeit ist bekannterweise eine der Eigenschaften von Wasser. Schon beim Anschauen dieses Videos bekommt man Gänsehaut. Stellt euch vor, wie es sich anfühlt, mitten in ein Tornado zu geraten. Ein herumgeschleuderter Ast hat eine Fensterscheibe des Autos dieses Mannes zerschlagen. I was just about to go home. Oh my God! Du brauchst es gar nicht erst zu versuchen. Gegen das Eis ziehst du immer den Kürzeren. Dieses Video lehrt, dass die Regeln für alle gleich sind. Höchstwahrscheinlich hat das Schaf beschlossen, bei dem Spiel mitzuspielen. Die Oma hat die Situation komplett im Griff. Nichts wirkt erfrischender als ein plötzliches Gewitter.